Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobanka, weiter geht's mit den Bsadi und wir sehen unseren Planeten Okrom, der bombardiert wird hier von den Kormatani. Also, dieser Krieg ist wirklich natürlich ein Graus, das wissen wir alle. Wir haben jetzt das Glück, oder was heißt das Glück, die Yulau haben den Prikikiti am Ende der letzten Folge den Krieg erklärt. Damit ist diese ganze Föderation auch im Krieg, zusammen mit der Havol Star Nation und dem Etia-Regime werden sie jetzt gegen die Prikiki kämpfen. Das finde ich ganz gut, ich würde gerne mithelfen, ehrlich gesagt, aber wir haben gerade ein anderes Problem. Deshalb machen wir jetzt Folgendes. Ich habe schon ein bisschen umgeschaut, wo wir vielleicht nochmal ein paar Legierungen bekommen, denn momentan sieht es so aus, dass wir hier mit knapp 3500 militärischer Kraft gegen knapp 5000 militärische Kraft antreten müssten. Wir müssen also weiter bauen und ich würde nochmal einen großen Schwung unserer Mineralien abgeben tatsächlich. Wir haben hier schon ein bisschen was verloren, sie haben schon bestimmte Gebiete kaputt gemacht. 6 Mineralien kriegen wir da momentan auf jeden Fall nicht mehr. Und natürlich, da die Tekposchians im Krieg sind, haben die jetzt gerade auch kein Interesse, uns Legierungen zu geben. Bei den Yulau sieht es genauso aus, aber die Havol Star Nation, die hat noch was. Und zwar nicht zu knapp tatsächlich. Ich habe jetzt hier geguckt, wir können hier bis zu 500 ungefähr Legierungen einkaufen. Und das würde ich jetzt einfach mal in Angriff nehmen. Wir schauen mal, was wir für 500 ausgeben müssen. Das ist wahrscheinlich ziemlich viel, aber ich glaube, das stört mich gar nicht. 2310. Dann hätten wir noch über 800. Stimmt das? Ja, ein bisschen über 800. Und das kommt ja ganz gut rein. Minus 9 bei der Energie halten wir noch aus. Minus 10 bei den Konsumgütern. Auch das halten wir noch eine Weile aus. Wir holen uns 500 Legierungen und fangen direkt an. Moment. Unser Zeug ist schon weg, die Legierungen sind aber noch nicht da. Wo sind jetzt die Legierungen? Haben sie gerade gesagt, sie wollen das nicht? Der hat unverschämtes Angebot. Ihr habt doch gesagt, das ist okay. Oder haben wir es nur nicht laufen lassen? Ah, da habe ich wieder nicht den einen Tag nicht laufen lassen. Obwohl jetzt 500. Moment, jetzt gucken wir nochmal hier. Vielleicht war das mit den 2300 reichte nicht, wa? Ah, jetzt wollen sie mehr haben. Obwohl... 2350. Jetzt prüfen sie unser Angebot nochmal. Jetzt machen sie es. Okay. Da haben wir irgendwie 5 zu wenig gegeben oder sowas. Jetzt haben wir die 500. Jetzt würde ich direkt mal in Alplade. Wir schauen noch einmal ins Okrom-System, ob die da noch rumstehen. Und bombardieren. Das sieht so aus. Dann bauen wir im Alplade-System tatsächlich was. Und zwar wieder Grain Slides, glaube ich. Jetzt gucke ich nochmal rein. Im Alplade-System haben wir ja das Problem, dass die Schilde quasi nicht gelten. Ist das eigentlich mit den Disruptoren immer noch gut? Also, wir können ein bisschen umbauen, glaube ich. Wir haben jetzt die Möglichkeit, überall Nachbrenner einzubauen. Und dafür bräuchten wir dann aber eine Energiestufe höher. Das kostet uns wahrscheinlich ein bisschen was, um das dann jetzt alles umzubauen. Und wenn wir jetzt ganz wahnsinnig sind, könnten wir sagen, wir bauen überall Plastik-Stahlpanzerungen ein. Dann brauchen wir auch gar nicht mehr Energie, sehe ich gerade. Ich muss das mal ganz kurz speichern. Und mal schauen, was uns das kosten würde. 180. Denn, also, das wäre jetzt ja so. Momentan haben wir hier keine Schilde, weil eben in diesem Bereich das nicht gilt. Wir haben eine Panzerung von 255. Wenn wir das jetzt so umbauen würden,
hätten wir eine Panzerung von 510. Ich finde das nicht so blöd. Wir sollten eigentlich auch die Gauss-Geschütze weghauen. Wie teuer wäre das denn, wenn wir das jetzt auch noch umbauen? Ich speichere das jetzt erstmal. Wir schauen mal, ob wir das... Wir müssen das natürlich auch schaffen in der entsprechenden Zeit. Bei den Disruptoren ist es so, dass die sowohl Schild als auch Panzerung durchschlagen. Wenn wir jetzt hier die auch umbauen von den Gauss auf die anderen und denen auch noch einen Nachbrenner geben und die auch auf Plastik-Stahl-Panzerung umbauen. Wir haben ja sogar auch Gefechtscomputer, fällt mir gerade ein. Feuerrate, Waffenreichweite, Artillerie, Linie oder Vorposten. Positionierung, Trefferchance, Waffenreichweite. So, wenn wir jetzt mal alle unsere Zerstörer jetzt auf dieses Ding, dann kostet uns das einiges. Für die 7 Zerstörer nur. Das könnte ich mir aber trotzdem vorstellen. Jetzt gucke ich noch einmal, wie teuer es wäre, wenn wir tatsächlich unsere Beckoning Fall Korvetten auch komplett umbauen auf den Laser und hier auch die Stahlpanzerung rein und hier den Nachbrenner reinpacken. 358 hieß es gerade, jetzt sind es 744. Das ist echt teuer. Das ist mir zu teuer tatsächlich. Für die Korvetten. Jetzt ist natürlich die Frage, wie war das vorher? So und so, glaube ich. Ah, und dann fehlt beim Nachbrenner was. Wenn wir jetzt den Nachbrenner auch noch erstmal wieder da rausnehmen, dann ist es, glaube ich, wieder so, wie es vorher war. 379. 28 werden trotzdem erneuert. Wieso denn 28? Welche 28 denn jetzt? Habe ich doch noch was geändert? Bei der Beckoning Fall. War da was anders? Dann machen wir das mal so und bringen denen noch eine verbesserte Positionierung bei. Schauen wir mal, ob das immer noch so teuer ist mit 700 irgendwas. 558. Ich möchte gerne diese 7 Zerstörer auf die Geschichte umbauen, glaube ich. Das Ding ist halt, wir müssen dann auf jeden Fall im Alplade-System kämpfen. Ansonsten haben wir keine Chance. Ich mache das mal. Nur die verbessern wir und außerdem bauen wir hier gleichzeitig, ich hoffe, das geht gleichzeitig, noch einen Greenslide-Zerstörer und ein paar, ich glaube, die Plasma-Korvetten vielleicht. Moment. Das Plasmazeug macht 100% Panzerung und 50% Rumpf. Dann bauen wir noch ein paar Plasmakorvetten. Was jetzt mit dem Zerstörer? Ach, der Zerstörer ging jetzt nicht mehr. Ach, verflixt nochmal. Doch. Ach, das habe ich jetzt im Saat gebaut, ich Depp. Kann ich das noch abbrechen? Scheinbar nicht, ohne es zurückzukriegen. Verflixt. Verdammt nochmal. Na gut. Dann bauen wir das jetzt hier und müssen jetzt wieder warten. Dann auch noch die Fehler immer hier. Und es kostet natürlich uns alles einiges, aber vielleicht bringt uns das zumindest in diesem System einiges an Bonuspunkten. Die hat sich jetzt hier abgekoppelt. Achso, die wird natürlich erst verbessert, wenn der Zerstörer fertig gebaut ist. Okay, dann hätten wir auch tatsächlich da das Ding bauen können. Ich dachte, man kriegt es wieder. Gut. Wirtschaftspakt geschlossen. Das ist in Ordnung. Wie sieht es hier drüben aus?
Hier haben wir leider keine Sensorinformationen über unsere Kollegen hier. Inegor. Zavata Syndicate. Da sind zwei Stationen, zwei Gebiete der Trackpotions besetzt momentan. Ich denke, dass die da jetzt rüberfliegen, aber gut. Und es ist auch nicht mehr so weit, bis ich glaube, theoretisch geht es sogar schon mit dem Grenzenschließen. Nee, bis 52. Okay. Waffenstillstand bis 52. Ach so, haben wir eigentlich noch da oben? Ich glaube, wir haben noch... Hier wird die Station gebaut. Jawohl. Dann können wir da besiedeln. Der hier fliegt darüber. Dann haben wir noch ein Forschungsschiff hier oben stehen. Ja gut, das muss da wohl erstmal stehen bleiben. Und der erforscht da. Gut. Schallenschiff under attack. So, und gleich haben wir natürlich, Moment, pausieren. Das Science Ship. Hm? Das other Spaceship, das war hier wahrscheinlich irgendwo. Ja. Das war da. Der kommt hier allerdings durch. Habe ich jetzt wieder vergessen. Aber der schafft es hier, sich durchzuschleichen und das JOSK-System zu untersuchen. Das Other Spaceship wird jetzt wieder nach Hause kommen, was natürlich sehr ungünstig ist. Hier ist noch so ein beknackter Konstruktionsmeister. Und die stehen hier einfach rum. Das Aether-System hat eine... hat von der Föderation der Union of Independent Systems einen Assoziationsstatus bekommen. Wer ist denn das? Die Union of Independent Systems? Achso, das sind die. Alles klar. Das sind die. Cosmic Security, das sind wir. Das sollten wir auch nochmal umbenennen. Ach ja. Was ist hier los? Föderations... Achso, ja genau, war das, was wir gerade gesehen haben. So, hier wird gebaut. Jetzt wird verbessert. Ob sich die jetzt wirklich insgesamt verbessern, sei mal dahingestellt. Wir haben schon wieder 215. Ich denke, dass wir auch... Vielleicht bauen wir noch einen Zerstörer. Jetzt haben wir Trümmer analysiert. Wo ist das? Im Zarim-System. Regeneratives Rumpfgewebe, Amöben-Brutprogramm und Sozialforschung. Das ist von den Amöben, die wir da weggehauen haben. Komm, wir bauen noch zwei Korvetten, glaube ich, erstmal. Wie viel haben wir hier? 25. Ja, die anderen haben wahnsinnig viele Korvetten, das weiß ich noch. Dass das so teuer ist, hätte ich nicht gedacht. Gleich sind die Verbesserungen abgeschlossen. Wir schauen mal, wo jetzt hier... Das sollte hier sein, sehr gut, im Teneka-System. Da können wir uns noch mehr Mineralien zum Preis von weiteren Energie-Credits. Da sind wir jetzt bei minus 32, das ist auch echt heftig. Wo kommt denn das jetzt schon wieder her? Aber gut, wir werden diesen Planeten kolonisieren. Eine geringe Bewohnbarkeit, ich weiß, er liegt bei, ich glaube, 68%. Und der wird natürlich nicht Teneka Prime, sondern Teneka Bizarre heißen, aber das machen wir gleich. Ich glaube, wir werden trotzdem hier diese Bergbaustation bauen. Und das Ronta Stellar Commonwealth hat ihre Grenzen geschlossen. Wo sind die denn jetzt? Wo sind denn die? Hier hinten. Ja, das ist okay. Das ist in Ordnung, meine Freunde. Wir müssen nur die ganze Zeit schauen hier. So, die Schiffe sind upgraded. Das ist gut. Die sind ein bisschen stärker geworden, glaube ich. Wir führen sie wieder zusammen und haben damit eine 3-1er. Sind wir schon mal bei 3-6 immerhin. 3-6 gegen 5. Naja, ganz anders. Viel anders ist das jetzt auch nicht als vorher. Erstmal zwei Korvetten, glaube ich. Einmal Plasma, einmal Beckoning. Die Reef Stratum hat noch jemanden, ja.
Hier kommt eine kleine Gruppe. Wir könnten natürlich auch dieses Ding hier weghauen jetzt. Würden uns aber dann selbst ein bisschen schwächen. Ja, wir kriegen jetzt natürlich die ganze Energie von Okrom nicht mehr. Das ist das andere Problem. Da haben wir gerade noch 9. Die sind schon zu 49% verwüstet. Ach. Aber sie haben noch keine Armeen hier. Also ich weiß nicht, wie sie da rein wollen. Auf jeden Fall haben wir eine neue Technologie und die Wachstumsgeschwindigkeit unserer Bewohner steigt. Das ist doch immerhin mal was Positives. Oh. Und hier gibt es was, was ich noch gar nicht kenne. Also gut, wir haben immer noch das Rumpfgewebe. Da haben wir jetzt noch ein bisschen was gefunden. Aber es ist immer noch relativ teuer. Die Amöben geißeln. Naja, es wäre auch mal eine Überlegung, vielleicht doch in so eine Richtung zu gehen von kleinen Fliegern. Die Klonarmee. Ah, neuer Armeetyp ist das. Okay, für unsere Verteidigung bzw. dann die Angriffe. Das ist natürlich gar nicht so schlecht. 6.355 für eine Klonarmee. Wir könnten die Lebensdauer der Anführer erhöhen, Kriminalität und Dienstleistungen verbessern. Sternenbasenkapazität brauchen wir derzeit nicht und die Beseitigung von Zeug brauchen wir gerade auch nicht. Also entweder die Dienstleistungen verbessern, finde ich auch nicht so blöd. Wisst ihr was, ich glaube, ich werde jetzt mal die Amöbengeißeln in Auftrag geben. Schaden 20 bis 30, täglicher Durchschnittsschaden 40. Ist vielleicht nicht schlecht. Können wir nochmal was umbauen und bei den Plasmabeschleunigern können wir auch nochmal ein bisschen was finden, was uns was hilft. Aber wie wir die aufteilen, das ist so ein bisschen die Frage, die jetzt irgendwie die ganze Zeit im Raum steht. Wir haben schon wieder Platz für noch eine Korvette. Wir nehmen noch eine Beginning Fall hier. Wir liegen wo bei 3,5. Jetzt sind wir bei 4.000 insgesamt. Gegen 5. System Geology Charted. Was ist jetzt? Na gut, niedrige Stabilität, das ist klar. Planetenverwüstung 56% mittlerweile. Ja, wir können jetzt wieder das Kriegsrecht ausrufen. Oder ein paar Luxusgüter verteilen, aber das haben wir gar nicht. Also das Kriegsrecht könnten wir ausrufen, aber das machen wir dann, wenn wir Soldaten da brauchen. Ach, herrje. Herrje, herrje. So, ich lasse mal ein bisschen schneller laufen. Schauen einmal rüber. Da ist das Luzzavata. Die haben noch ein Gebiet hier eingenommen. Momentan steht es aber 32% pro Track Potions. Also wir könnten auch überlegen, uns einen Anspruch zu besorgen auf das Oberstivum-System zum einen und vielleicht noch das Arzak-System. Dann können wir uns die vielleicht... Achso, die habe ich... Genau, ich habe da schon einmal reingeguckt vorher, deswegen sind die jetzt noch an hier. Das wäre möglich, natürlich würde ich gerne Kommassa haben mit 20, 20, 5 und 3, das ist deren Heimatstation. Könnte man auch machen. Genug Einfluss haben wir. Aber das werden sie erbittert verteidigen. Wir haben hier natürlich dann unser, wir haben kein Nadelöhr mehr, das wäre dann Oberstivum, naja. Hier ist noch ein Planet, hier wäre noch Kohle zu holen. Und außerdem eine archäologische Stätte ist auch nicht schlecht. Wir stellen mal Ansprüche auf diese Systeme und schauen mal, wie sie darauf reagieren. Und dann sollten wir wirklich gucken... Wo liegen wir? Genug für eine weitere Plasma-Korvette vielleicht? Oder wollen wir die jetzt doch mal ein bisschen aufrüsten hier im Moment? Die Plasma-Korvette, Panzerung und Rumpfschaden, täglicher Schaden aber nur bei 2,9.
Der ist hier bei 3,6. Wir sollten doch diese hier weiterbauen. Und jetzt werde ich da tatsächlich den Nachbrenner mal einbauen in das Ding. Das bleibt aber so. Dann brauchen wir das verbesserte Teil und der Gefechtscomputer bleibt auch drin. So, dann bauen wir weitere Becken und Falls. Schauen wir mal, dass wir das hier nach oben kriegen. Das Ding. Wenn wir jetzt upgraden wollen würden, würde das 367 kosten. Warum bleibt ihr einfach da? Wollt ihr nicht mal wegfliegen? Also irgendwann müssen sie ja wegkommen. Nur wenn sie immer zu zweit fliegen, ist das halt ein Problem für uns. Wir lassen das hier gerade einfach schnell weiterlaufen. Passiert hier sonst nichts? Das wundert mich. Hier unten steht einer so einfach rum. Verflixt. So, hier ist gerade auch mal Platz. Die Spacer-Möben sind mal nach unten geflogen. Auch nicht schlecht. Im Zarin-System. Wieso machst du denn nichts? Du sollst auch weiter erkunden, natürlich. Und das Forschungsschiff ist noch unterwegs. Targon könnte. Allerdings müssten wir dazu Legierungen benutzen. Hier eine Station bauen. Keine schlechte Station im Übrigen. Würde der 1, 2, 3, 4 weit weg, können sie, glaube ich, keine Station bauen. Wisst ihr was? Wir bauen weitere Bergbaustationen hier. Auch wenn es das immer mehr Energie kostet, aber wir tauschen das alles ein. Außerdem müssen wir versuchen, 10.000 zu besorgen, um unsere... Was war das denn? Ein Beschluss wurde verabschiedet. Ach, der Senat hat über das bereite Schild abgestimmt und ihn verabschiedet. Das ist natürlich grundsätzlich super, aber... Ungrundsätzlich ist das gerade, glaube ich, ganz schlecht, weil das bedeutet, dass der Unterhalt der Schiffe nochmal steigt um plus 5. Flottenkapazität ist gestiegen auf 82, aber wir müssen jetzt noch mehr bezahlen für unsere Dinge. Und wenn wir in den Senat gucken, bringt uns da unsere Flottenstärke jetzt gerade auch nichts. Wir sind wirklich weit, weit unten. Ronta Stella Commonwealth mit 1500 diplomatischer Kraft hier. Danach die Trade Union. Oh Mann. Wir liegen weit, weit entfernt von irgendeinem Sieg hier. Wollen wir sie einmal rumlocken? Wollen wir einmal zur Seite fliegen? Moment mal, wir bauen jetzt nochmal ein paar Raketen. Und dann, wenn das Ding fertig ist... Ah, jetzt darf er wieder nicht. Und wir haben eine Anomalie im Zarim-1-System gefunden. Unsere Messgeräte zeigen, dass von diesem Mond einige ungewöhnliche Energiewerte ausgehen. Vielleicht ist es ja nur ein Fehler im Quantenresonanzscanner des Forschungsschiffs gewesen, aber eventuell steckt mehr dahinter. Das haben wir schon mal gehabt. Den Text. Wir lassen mal weiterlaufen. Der durfte jetzt doch nicht, weil die Spacer-Möben wieder zurückgekommen sind. Und hier ist ein... Ah, die Quenti-Star. Die werden jetzt hier im Nunus-System diesen geilen Planeten besiedeln. Ach, herrje. Wir müssen anschauen, wie die ganze Welt uns Zeug wegnimmt. Nur weil diese Prigiti... Ansonsten wären wir doch jetzt schon stark genug, oder? Wir wären doch jetzt schon stark genug, um gegen die Komatani locker ein bisschen was ausrichten zu können. Aber es ist, wie es ist. So, ich fliege jetzt hier einmal raus mit den Schiffen und schaue mal, ob die OCOM-Leute dann glauben, dass sie da vielleicht mal wieder zurückkommen sollten. Dann würde ich mir OCOM wieder zurückholen und dann im Idealfall probieren wir diese beiden hier gegeneinander, also das auszutauschen hier, aufzuteilen, meine ich. Verzeihung. Wir sind bei 5-1. Die sind bei 5-1. Wir sind mittlerweile bei 4-1. Der Abstand verringert sich etwas, aber ein bisschen dauert es noch. Seit es von der BCLE Bank Purpose erkundet wurde, hat sich das Magnetfeld von Zarim 1A komplett umgekehrt. Dieses seltene Ereignis hat die Lage der Magnetpole des Monds vertauscht. Glücklicherweise wurde all das von den Sensoren unseres Schiffs erfasst, was unseren Wissenschaftlern viele wertvolle Daten beschert hat. Physikforschung plus 150. So, gar nicht schlecht. Minus 38 liegen wir jetzt. Und wir haben noch eine Anomalie im P
PEA-System. Wiederholte Scans der Oberfläche von PEA 5 führten zu uneinheitlichen Sensorwerten, als ob sich der Planet in einer ständigen Umwälzung befände. Gerne untersuchen. Unsere Leute sind gut genug. Wissenschaftlerin Jonah hat auch Stufe 7 erreicht. Auch nicht schlecht. Ah, hier steht auch ein Forschungsschütze rum. Ja, das kommt natürlich jetzt nirgendwo hin. Wir könnten mal versuchen, hier hinzufliegen. Nee, es geht nicht. Aber da kommen wir hin. Warum nicht, oder? Fliegen jetzt natürlich durch den Krieg mit den Brigitti durch. Wie sieht es denn da eigentlich aus bisher? Ah, Eton Stella ist von den Yulau besetzt worden. Das ist doch nicht schlecht. Und die gesamte Armada von denen steht noch hier oben. 2100 allerdings mit nur 69% Gesundheit. Construction complete. In 2 Jahren könnten wir da weitermachen. Ich hole mir als nächstes dieses System hier mit 6x Energie immerhin. Und wir sind mittlerweile schon bei einer plus 6% und plus 9% für Traditionskosten. Das ist natürlich ist nicht so ohne, glaube ich. Na gut. Ein Leviathan, oh Gott. Das ist doch schon das nächste Forschungsschiff, was jetzt Probleme bekommt. Wir haben nun Wesen gefunden, die bei weitem alles übertreffen, was wir in unserer bisherigen Weltraumgeschichte gesehen haben. Leben, das in unvorstellbaren Ausmaßen möglich ist und in Größe und Masse an Monde herankommt. Nichts hätte uns hierauf vorbereiten können. Der heutige Tag wird für immer einen Wendepunkt in der Citizen League of Bzaad-Geschichte markieren. Wollen wir hoffen, dass wir lange genug leben, um unseren Nachkommen davon zu erzählen. Wir sind nichts als Staubkörnchen. Hat das irgendeinen speziellen Grund? Haben wir irgendwas gesehen? So, wir sind rübergeflogen. Platz wäre für euch. Warum steht ihr denn da so doof rum? So, jetzt hat das Lothar Vata Syndicate den Assoziationsstatus wieder beendet. Mit denen. Das scheint also zu keiner Vereinigung zu kommen. Wollen wir da unten mal angreifen? Irgendwie müssen wir die ja jetzt aus der Reserve locken hier. Das, so geht es ja nicht weiter. Wir hätten ja auch noch ein Gebäude, was wir bauen könnten. Trefferpunkte, Schilde minus 20%. Das brauchen wir nicht. Die Schilde sind eh hier. Ja, weg. Zielcomputer. Waffenreichweite, Schiffe plus 50%. Für die Sternbasis, 4 Schiffe. Ich weiß nicht ganz genau. Den Unterhalt könnten wir runtersetzen, aber ja, es macht, glaube ich, jetzt wirklich keinen Sinn hier. Die Schilde sind eh aus. Störsender wäre das Einzige. Unterlichtgeschwindigkeit minus 20% und Rückzugschance wird verringert. Naja, wir bauen mal weiter. Entweder, wir können auch Verteidigungsplattformen noch bauen, natürlich. Ich will noch eine Beckoning Fall bauen. Aber erstmal sehen wir noch was auf PA 5. Die gesamte geologische Struktur von PA 5 ist tatsächlich im Wandel begriffen. Wissenschaftsoffizier Jonah versichert uns, dieser tektonische Prozess sei so faszinierend wie esoterisch. Viel interessanter für die Citizen League of Bzaad ist aber, dass wir in der Lage sein könnten, die unaufhörliche, chaotische Selbsttransformation des Planeten strategisch aufzuhalten. Kurz gesagt, den Planeten fast augenblicklich zu stabilisieren, um ihn etwas bewohnbarer zu machen, wenn auch nicht ganz, ist theoretisch möglich. Jonah vermutet, dass für die gründliche Zuordnung der planetaren Aktivität und die Bewertung eines in ihren Worten, chirurgischen Terraforming-Schlags zusätzlich 200 Energie-Credits benötigt werden. Da uns tatsächliches Terraforming derzeit noch zu hoch ist, stellt dies eine aufregende Gelegenheit dar. So, liebe Leute, 200 Energie-Credits, das ist halt immer sowas, ne? Entweder die natürlichen Vorgänge, dann würde das plus 4 heißen. Wo ist denn das überhaupt? Naja, das ist eh so weit weg. Das ist völlig Schnurz, ob wir das da machen. Also wir könnten da einen schönen Planeten herstellen,
den wir dann niemals besiedeln können, weil der viel zu weit weg ist. Deswegen lassen wir das. Auch wenn es cool wäre, aber das lassen wir jetzt. Und lassen den da weiter erkunden. Sie da weiter erkunden. Jonah. So, hier ist nix. Hier ist nix los. Gar nix, gar nix, gar nix. Die stehen da einfach und bombardieren uns den Hintern kaputt. Mit 19 Zerstörern hier drin. Also 21 Zerstörer und über 60 Korvetten. Die aber echt alle nicht gut sind, ne? Also das habe ich euch das schon gezeigt? Nee, ich glaube nicht. Also diese Korvetten, schaut mal, die haben Klasse 1 Massebeschleuniger und Klasse 1 Laser. Das hier ist auch alles Klasse 1 und auch Klasse 1 Schilde und Panzerung. Bei den Zerstörern, da ist sind ein bisschen bessere Laser drin und auch Klasse 2 hiervon. Jetzt schauen wir nochmal auf die zweite Flotte. Wie sieht es da aus? Ja, ähnlich. Das sind alles die gleichen Zerstörer hier. Und die anderen, na, die haben Klasse 2 Laser immerhin eingebaut mal. Aber da sind wir schon deutlich besser. Aber ich weiß nicht, ob das über 1000... Moment, wo ist er bei 5,1? Wir sind bei 4,4 mittlerweile. Dann fliegen wir halt wieder zurück. Fliegen wir halt wieder zurück. Vielleicht greifen wir tatsächlich Overstivum an hier unten. 1000 hat dieses Ding. Das sollte relativ gut gehen. Das Ding ist nur, dass wir zum Reparieren nach Alplade zurück müssten. Und bis dahin sind die von da oben runtergekommen. Das ist immer so eine Frage. Wenn die sich einmal aufteilen würden, dann wäre alles gut. Liebe Leute, ich weiß, ich habe in dieser Folge leider nicht sehr viel geschafft, außer unsere Flotte hochzubauen und die ganze Zeit da zu beobachten. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass sie rüberkommen nach Alplade. Ansonsten, ja, ist das aber auch das Einzige, was wir derzeit so zu tun haben. Militär, Militär, Militär und wir kriegen, oh, auf Habsaat können wir ein neues Gebäude bauen. Wollen wir etwa noch eine Legierungseinrichtung bauen? Ich glaube, so langsam reicht es eigentlich. Ne? Wir sollten eigentlich dafür sorgen, dass wir mal ein Energienetz machen, glaube ich. Kostet 2. Ich glaube, das ist gut für uns. Das würde ich nochmal hier einrichten. Ein Energienetz auf unserer Hauptstadt Habsaat. Und damit verabschiede ich mich für diese Folge. Also in der nächsten Runde gibt es auf jeden Fall einen Angriff gegen die Kormatani, entweder hier nach unten oder nach oben. Wir werden mal schauen, wie wir das geregelt kriegen. Vielleicht können wir auch noch einmal Legierungen nochmal holen, noch einen Zerstörer bauen und dann sind wir doch schon relativ nah dran. Dann sind wir relativ nah dran. Oder wir können diese Dinger modernisieren, das kostet allerdings sehr viel. Na gut, wir werden sehen, was wir tun beim nächsten Mal. Verzeihung, immer wieder Frische im Hals. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.